Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. Samsung baut Handys, Samsung baut Fernseher und was die wenigsten wissen, Samsung baut auch Schiffe. Was es damit auf sich hat, seht ihr gleich. Ja, Axel, jetzt baut Samsung auch noch Schiffe. Nein, das machen sie schon eine ganze Weile, aber jetzt bauen sie das größte Containerschiff der Welt. 20.150 Toy. Ja, das ist eine ganze Menge, ne? Da kann man die Elbe ganz schön tief buddeln. Das Ding passt immer noch nicht. Das Ding ist fast 400 Meter lang und 58,8 Meter breit. Also ein größeres Schiff hat es noch nicht gegeben. Und ja, sie haben es gebaut für MOL. Ja. Die, glaube ich, haben gleich 4 Stück von den Dingern bestellt. Ja. Das zum Thema Kapazitätsverknappung auf den Ozeanen. Also da kommt wieder einiges auf uns zu. Genau, die Jungfernfahrt war schon am 27. März, ist also schon unterwegs. Wer weiß, ob es voll ist. Ja, bestimmt nicht, bestimmt nicht. Und es heißt MOL Triumph oder Triumph. Ja, wie der Engländer sagt. Ja. Ja. Also ein ganz schön fetter Kasten. Und das Interessante ist ja, es ist fast 59 Meter breit. Ja. Und wenn man das mal auf Hamburger Belange runterbricht, dann könnte man nach meiner Information die Elbe durchaus vertieft haben. Das ist ja noch ein Thema für sich. Es würde denn, glaube ich, mit der Breite doch schon Probleme geben. Gerade direkt im Hamburger Hafen. Und die Elbe verbreitern, das werden wir nicht mehr erleben. Also die CTA fällt sowieso schon mal wegen der Höhe aus. Da ja. Kommen wir unter der Köbernbrücke nicht mehr durch. Es gibt vielleicht noch ein oder zwei Liegeplätze, die dann extra dafür ausgerichtet sind. Geht wie mit dem A380 im Flughafen. Es ist mit diesen Riesenschiffen an den Häfen. Es müssen extra Infrastrukturen geschaffen werden. Das ist natürlich ein Problem. Und die Reedereilandschaft hat ja sowieso schon ihre Problemchen und die werden mit diesen großen Schiffen nicht weniger. Es haben sich doch einige Allianzen gebildet in der Reedereiwelt. 3 Stück. Ja. Und die heißen 2M Alliance. Das ist MSC und Maersk, zukünftig mit Hamburg Süd, weil die ja aufgekauft worden sind. Und Hyundai steckt damit drin. Ja. Dann gibt es die Ocean Alliance. Das sind CMA, APL, COSCO, China Shipping, OOCL und Evergreen. Ja. Und der Rest könnte man jetzt Quizfrage stellen, wer bleibt übrig. Ja, aber die heißen dann auch nochmal wieder extra The Alliance. The Alliance, genau. Ja. Das ist NYK, K-Line, MOL, das ist das große Schiff, über das wir hier sprechen, Yangming, Hapag-Lloyd und UASC. Das sind die 3 großen Alliance, wie heißt das in der Mehrzahl? Ja, war schon richtig, ja. Alliances. Es ist die zukünftig die Containerwelt auf dem Wasser beherrschen. Ja, die es versuchen werden. Ne? Also die haben ja, oder die Jungs von den Reedereien haben ja auch in den letzten Jahren eher wenig Geld verdient, meistens Geld verbrannt in großem Stil. Jetzt versucht man das irgendwie wieder zu konzentrieren, ein bisschen weiterzumachen. Es war ja auch eine Idee, sich in den Hinterlandverkehr mit einzukaufen, weil da noch angeblich Geld verdient. Lasst es bleiben, es ist genauso schwer wie auf dem Wasser, das können wir beide euch nur raten. Aber es ist eigentlich, wie gesagt, es ist eine neue Geschichte. Wir müssen uns auf neue Herausforderungen gefasst machen. Und was jetzt tatsächlich mit den Allianzen auf dem Wasser passiert, übrigens sind die auch in Amerika noch nicht ganz durch die kartellrechtliche Prüfung durch. Ja. Was eigentlich auch ganz klar ist, weil wenn wir uns heute in Deutschland mit allen Unternehmern auf der Bahn oder auch im LKW-Bereich zusammenschließen würden und würden sowas national machen, glaube ich, hätten wir das Kartellamt schneller hier im W50 sitzen, als Frosch seine Kamera ausmachen kann. Ja, also die Räder sortieren sich neu. Wir müssen darauf reagieren in irgendeiner Art und Weise und da sind wir gespannt, was uns das neue Jahr noch alles so bietet. Die Raten gehen im Moment durch die Decke. Die Seefrachtraten haben sich mehr als teilweise verzehnfacht in einigen Gebieten. Das macht uns Spediteuren natürlich auch Sorge, wenn man seinem Kunden verkaufen muss, dass der Container, der gestern noch $500 gekostet hat, in der nächsten Woche 5.000 kostet. Ist schlecht zu erklären. Also, ne? Ja, vor allem ist es da für uns Spediteure, die wiederum ihren Kunden das verkaufen müssen, auch schlecht planbar. Ne? Eigentlich gar nicht planbar. Gar nicht planbar. Aber was ich noch sehr interessant finde, das hätte ich nicht gedacht, weil ich es auch nicht gewusst habe,
Dieses Containerschiff, von dem wir sprechen, das hat eine Bauzeit von 15 Monaten. Es gibt ja teilweise PKWs, auf die wartet man so lange. Da kannst du sehen. Das 15 Monate, das wusste ich einfach. Wusstest du das? Ich dachte, das dauert länger. Große Schiffe, große Alliances, wie wir gerade gelernt haben, und große Reedereien, große Herausforderungen. Wir sind dabei und bis dahin allzeit gute Fahrt. Gute Fahrt. Jetzt haben Sie neue Janzen. Das hat keiner verstanden. Soll ich dir noch ein Kissen holen, damit es ein bisschen kuscheliger machen kann? Es gibt noch zwei andere Allianzen, also die Ocean Alliance. Was ist da los? Wer ist das da? Paul? Steffen! Hallo!